Hallo, willkommen bei Natürlich German. Könnt ihr die Person erraten? Viel Spaß! Erste Person. Die erste Person ist ein Mann. Die Person ist ein Mann. Der Mann ist ein bisschen dick. Der Mann ist ein bisschen dick. Er hat einen dicken Bauch. Der Bauch. Der Bauch ist dick. Der Mann ist auch sehr faul. Der Mann ist sehr, sehr faul. Der Mann hat keine Haare. Der Mann hat keine Haare. Oder, okay, er hat nur sehr wenig Haare. Er hat nicht viele, viele Haare. Ja, sehr, sehr, sehr wenige Haare. Der Mann ist verheiratet. Dom, dom, da, dom. Ja, der Mann hat eine Frau. Der Mann hat eine Frau. Und sie haben drei Kinder. 1, 2, 3. Sie haben drei Kinder. Ein Kind ist ein Baby. Das eine Kind ist ein Baby. Der Mann liebt Bier. Der Mann liebt Bier. Er trinkt sehr, sehr viel Bier. Der Mann hat auch ein Auto. Er hat ein Auto. Und das Auto ist rosa. Obwohl, das ist pink. Das ist pink. Das ist auch pink. Das ist rosa. Ja, das hier und hier, das ist rosa. Und der Mann fährt, brumm, 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 er fährt ein rosanes Auto. Die Familie hat auch einen Hund und eine Katze. Die Familie hat zwei Haustiere, einen Hund und eine Katze. Hier in dem Haus wohnt die Familie. Und neben dem Haus hier wohnt der Nachbar. Der Nachbar von der Familie. Und der Mann hasst seinen Nachbar. Er mag ihn nicht. Nein, er mag ihn nicht. Der Mann liebt Donuts. Er isst Donuts sehr gerne. Der Mann arbeitet in einem Atomkraftwerk. Der Mann hat nur vier. Er hat nur vier Finger. 1, 2, 3, 4. Und der Mann und seine Frau und seine Kinder und sein Nachbar sind gelb. Sie sind gelb. Wer ist die erste Person? Wer? Die erste Person ist Homer Simpson. Okay, die zweite Person. Die zweite Person ist eine Frau. Es ist eine Frau. Es ist eine junge Frau. Sie ist nicht alt. Sie ist jung. Sie ist unter
30 Jahre alt. Die Frau ist jung. Sie ist unter 30 Jahre alt. Sie hat lange braune Haare. Sie hat lange braune gewellte Haare. Die Frau ist sehr, sehr klug. Sie ist sehr klug. Die Frau liest sehr viel. Die Frau liest viele Bücher. Die Frau liest viele Bücher. Die Frau hat zwei beste Freunde. Zwei Freunde. Das sind ihre besten Freunde. Die Frau geht. Sie geht zu einer Schule. Das ist eine Schule. Aber diese Schule ist sehr besonders, sehr speziell. Ja, die Frau geht mit ihren Freunden zu einer speziellen Schule. Und in der Schule ist sie sehr gut. Sie ist sehr gut in der Schule. Die Schule hat eine Bibliothek und die Frau ist sehr oft, immer wieder. Sie ist sehr oft in der Bibliothek und liest oder sie lernt. Die Frau ist eine Hexe. Die Frau ist eine Hexe. Sie kann zaubern. Sie kann zaubern. Ja, abracadabra. Sie kann zaubern. Auch ihre Freunde können zaubern. Ihre Freunde können auch zaubern. Und ihre Freunde heißen Harry und Ron. Wer ist die zweite Person? Und klar, die zweite Person heißt Hermine Granger, auf Deutsch Hermine Granger, von den Büchern und den Filmen Harry Potter. Und die dritte Person. Die dritte Person ist ein Mann. Es ist ein Mann. Der Mann ist sehr, sehr stark. Er ist sehr stark. Er trägt eine Mütze. Er trägt eine Mütze. Er hat ein Tattoo. Er hat ein Tattoo auf dem Arm. Er hat ein Tattoo auf dem Arm. Der Mann ist ein Seemann. Der Mann raucht. Der Mann raucht Pfeife. Der Mann raucht Pfeife. Und warum ist der Mann so stark? Warum ist der Mann so stark? Weil er ganz, ganz viel Spinat isst. Der Mann isst sehr, sehr viel Spinat. Er isst sehr viel Spinat. Wer ist diese Person? Die dritte Person ist Popeye. Popeye der Seemann. Welche Person habt ihr erraten? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 oder alle drei Personen? Welche Personen
habt ihr richtig, richtig erraten? Schreibt es unten in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf den Daumen nach oben. Alles klar, bis dann. Tschüss.